Beste Grüße. Könnte ich hier... Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Hier. Dir wird's hier gefallen. Gott über dich wachen. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Gott behüte dich. Thank you.
Ja, jetzt hört man mich. Ja, Boss, ich bin jetzt on. Eigentlich bin ich schon zu spät. Ich weiß, man hat mich immer gerade nicht gehört. Ich habe aber gerade eben geredet wie ein Wasserfall. Egal, aber wenigstens hört man mich jetzt. Ist doch schön. Nach 10 Minuten extra. Ah, egal, man kennt ihn. Ist ja nichts Besonderes. So. Ja, like, ne? Deswegen mag man mich hier, ne? Ja, ich weiß. So. Jetzt müsste ich eigentlich Baldrian komplett heilen. Jetzt brauche ich noch 50 Minze. Ja, Wermut habe ich und Baldrian brauche ich noch 4, 10. Boah. Das Blöde ist, ich habe keine Ahnung, wo ich die Sachen herkriege. Das ist Brennnesseln. Das sind Brennnesseln. Was ist das hier eigentlich? Bitte einen Halter nach Tor. Ach ja, nach Thalmbeck zu kommen. Okay. Das mache ich jetzt. Einen Heiler. Stimmt, ja, wegen. Ja, ich weiß schon. Wegen dem Herrn Divish, weil er sich ja am Arm verletzt hat. An der Schulter. Und der braucht noch einen. Was war das? Einen Priester. Fliehen. Ah, Misserfolg, super. Ach, wieder irgendwelche. Na, komm schon. Der hört sich ja schon besoffen an, Alter. Hallo? Hast weiche Knie bekommen, was? Also ich würde nicht einen Ritter in die Fresse hauen, beziehungsweise angreifen wollen. Besonders weil der weil die alle keine Rüstung haben. Komm, mach. Der war gut. Der hat ja einen Purzelbaum gemacht, ey. In der Luft. Trank des Baden, den nehme ich. Das war's. Was hat der? Der hat auch nichts. Nee. Wo ist der andere? Da! In der Böschung. Ein Katerbier. Nee, das brauche ich nicht. Weiter geht's. Nice. Einen Heiler. Heiler. Ja. Der Eiler hat's Eiler, Heiler. Ah ne, hier muss ich ja rein. Nikodemus, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Worum geht es? Die Adligen belagern Thalmberg. Die Briganten haben Herrn Divish verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Leider kann ich nicht helfen.
Ich habe hier viele Notleidende, die meiner ständigen Pflege bedürfen. Ich kann sie nicht verlassen. Boah. Was, wenn ich dir zur Hand ginge? Dann wärst du nicht so gebunden. Außerdem befindet sich unter den Verwundeten in Thalmberg ein Adliger. Wenn das so ist, bin ich gewillt zu gehen. Aber erst, wenn hier alles erledigt ist. Also gut, wo soll ich anfangen? Sprich mit Johanka. Sie weiß, was zu tun ist. Das ist das Krasse hier an dem Spiel. Du musst erst eine Nebenquest machen, damit du die Hauptquest weitermachen kannst. Ich hasse das. Also zumindest das jetzt. Grüß dich, Johanka. Heinrich. Was kann ich denn weitermachen? Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Achso, ja, die Mission habe ich ja schon. Danke. Danke. Ist das euer Ernst? Okay, also wir werden jetzt erstmal das ausblenden, dann werden wir das sowieso ausblenden, das ist völlig... Das lassen wir drin. Gottes Hand, das müssen wir machen. Finde heraus, wie du bessere Bedingungen für die Kranken und Verwirrten schaffen kannst. Beschaffe Heilkräuter für Simek. Finde etwas, das dem Schlaflosen zur Ruhe verhilft. Warte mal, das... Auf zu spucken. Hat er mich gerade angespuckt? Die hat mich gerade angespuckt. Handschreitrang. Da wird noch so einiges bevorschickt. Nee, das ist... Nein. Nö. Das scheint hier nicht drin zu sein. Nö. Ich hasse diesen Hund. Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Wisst ihr was? Gott sei mit dir. Wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal meinen Helm abnehmen. Das ist ja nicht mehr anzusehen, ey. Ich bin ja gar nicht mehr im Kampf. Zumindest im Moment nicht. Meine Schuhe wollte ich aber anhaben. Das war's, glaube ich. Ja. Wollte er mir nicht zeigen, wie das geht? Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern. Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht.
Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Mach's gut. Dann gehen wir mal zum Kustos. Kustos. Wo mag der jetzt nur sein? Achso, da. Okay. Der ist ja direkt hier. Heinrich, schön, dass du da bist. Ach ja, der Typ. Den habe ich total vergessen. Nein, ich will mit dir reden. Ach, du bist gar nicht der Kusto. Oh. Wo ist er denn? Sag jetzt nicht, der ist hier oben. Da sitzt er. Setzen. Jetzt reden wir mal Tacheles, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Ich helfe in der Krankenstube aus und wollte... Ah, wie geht es Johanka? Kennst du sie gut? In der Tat. Gut, gut. Spricht sie manchmal von mir? Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen und über die Verfassung der Skalitzer sprechen. Sie brauchen Decken, Nahrung. Nicht meine Sorge. Soll der Infirmarius sich darum kümmern? Dem sind die Hände gebunden. Bis der Abt zurückkehrt, bekommt er nicht mehr. Und warum sollte mich das kümmern? Das könnte man machen, vielleicht, oder? Johanka zuliebe? Was willst du damit andeuten? Sie hat ein großes Herz. Jeder sieht, wie wichtig ihr die Verwundeten sind. Wenn du ihr selbstlos hilfst, wirst du sie damit beeindrucken und gewinnst sie vielleicht für dich. Vielleicht hast du recht. Das kostet mich zwar etwas, aber ich bespreche es mit Nikodemus. Ich sollte etwas ausrichten können. Lebe wohl! Ach, da ging's die ganze Zeit drum. Ah ja, wir wissen Bescheid. Geht hier wieder nur um Weiber. Jedes Mal, immer nur Weiber. Als ob es hier nichts anderes gibt als auch nur Weiber. Ich bin wieder der gefeierte Held. Muss ich jetzt wieder mit dem reden, oder? Nö, anscheinend nicht. Das verstehe ich nicht. Die Mission endet auf einmal. Schon komisch. Ah, da war ich ja gerade schon. Nee. Ich war bei Ledetschko. Ja, genau. Aber die hatte ja nichts. Also, nicht so viel. Wie geht es den Verwundeten aus Skalitz? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert.
Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Ruhe! Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig. So wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Ab Dank. Man darf nicht fragen, warum. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Die Adligen. Ach so. Das haben wir schon gehabt. Verstehe. Dann müssen wir ohne dich auskommen. Möge der Herr euch... Auf bald. Ich finde einfach keinen Schlaf. Schon wieder. Schlaftrunk, eine Mohnblume, eine Einbeere und eine Distel. So, warte mal. Was war das? Nochmal. Mohnblume, Einbeere, Distel. Mohnblume, Einbeere, Distel. Ja, zurück, danke. Mohnblume. Wo auch immer hier die... Da. Eine Distel. Einbeere. Wo haben wir die Mohnblume? Da. Alter, Ringeblumenaufguss sind hier. Ist nur einer, okay. Na dann. So. Okay. Versuchen wir es mal. Wieso ist das jetzt schon wieder zugegangen? Was soll das? So. Nee, das war das gar nicht. bereite Öl und je eine Hand Mohnblumen, Disteln und Einbeeren vor. Okay, Öl. Dim, Wasser, Wein, Öl. Vorbereiten, Ruhe. Genau. Ja, ist ja gut. Inventar. Distel, Einbeere, Mohnblume. So, vorbereitet. Zack. Gib die Mohnblumen in den Kessel und lass sie für einen Sanddurchlauf kochen. Gib die Disteln hinzu und lass alles für einen Sanddurchlauf... Ach du Scheiße. Lass das Gemisch abkühlen und gib dann die Einbeere. Also die Einbeere ganz zum Schluss. Erst die Mohnblume für einen und dann die Distel für eine. Okay. Steht da auch vorheizen? Nee, ne? Gib die Mohnblume und lass sie für... Okay. Mohnblume, Distel... Okay. Mohnblume... Okay. Okay.
Kronblume, Distel, Einbeere. Ich kann einfach nicht. Okay, und jetzt die Einbeere, ne? Du bekommst keine gescheiten Mates, das tut mir so leid. Boss, das tut mir leid. Werde mein Mate. Ja. Ich wünschte, ich könnte es jetzt, aber es geht jetzt gerade nicht. War das jetzt der Schlaftrunk? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich hatte außerdem noch welche. Nice. Vielleicht nachher, wenn ich hier fertig bin. Ich habe hier etwas für dich. Wirklich? Trink das und du schläfst wie ein Stein. Oh, danke. Lebe wohl. Lebe wohl. Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Ich mich selber. Ich kümmere mich um die Verwundung. War doch gerade bei. Wie du sicher war weißt. War doch gerade bei dir. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Warum das Bankett nicht hier ausrichten? Das ist auch gut. Von den ganzen Leichen. Wäre es nicht besser, das Bankett hier auszurichten, Kustos? Was? Du bewunderst Johanka für ihre Aufopferung. Ich bin mir sicher, sie schätzt dies bei anderen auch. Ja, bestimmt. Ich hatte übrigens eben denselben Einfall. Ich lasse das Essen herbringen. Der macht das echt? Der lässt es hier machen? Bei dem ganzen Blut? Alles klar. Wenn es ihm Spaß macht. Vor nicht einmal ein Jahr kam ich mit 3 Stunden Schlaf aus und jetzt brauche ich plötzlich 9 Stunden. Ja. Du wirst älter, ne? Das ist halt so. Das ist halt so. Oh, du bist. Hoffentlich sind das die Kräuter. Nein, das sind die garantiert nicht. Gott behüte dich. Was wollt ihr denn nochmal für welche? Keine Ahnung. Warte. Sagte der Rentner. Ja, du! Dann reißt dich der Wind fast von den Füßen und plötzlich ist's windstill. Du meinst dich selber, ne? Meinte der echt die Disteln? Oh, ich weiß nicht. Ich geb ihm die jetzt mal. Mal gucken, was es bringt. Ob das überhaupt was bringt. Was? Hoffentlich.
Ach, ich habe keine. Oh. Möge Gott über dich wachen. Heilkräuter für Zemek. Ja, das ist dieser Steinmetz-Typ. Violettes Kraut. Ja, das müssten die Disteln sein. Also so blöd bin ich jetzt auch nicht, ey. Und das jetzt nicht die Disteln sind, dann... Keine Ahnung. RIP. Ich bringe den jetzt einfach mal zwei Stück. So. Hoffentlich sind das. Ja. Ist denn. Ach, der brauchte nur eine, okay. Nee. Die vom Kräuterweib haben anders ausgesehen. Lebe wohl. Ist das dein Ernst? Oh, du bist. Hoffentlich sind das die Kräuter. Nee, die vom Kräuterweib haben anders ausgesehen. Mach's gut. Will er mich jetzt verarschen? Der will mich doch verarschen, der Junge, oder? Disteln. Ja, will er. Hör auf zu spucken. Der spuckt hier die ganze Zeit rum. Esel. So, warte mal. Kräuterweib. Dann gehen wir mal zu dem Kräuterweib hier. Eine schnelle Reise. La, 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 la. Plum, 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 plum. Bürger! Ich hätte gern einen Bürger! Ja. Willst du auch einen Bürger? What the fuck? Ich bin total falsch. Sogar richtig. Lol. So, und dann muss ich nach das zweite nach rechts. Schöner Döner wäre was für mich. Schöner Döner. Ja, schöner Döner wäre auch. Jo. So, eins und zwei. Ein schöner. Ich habe schon. Zwei Döner hintereinander, das ist mein Rekord. Zwei Döner und eine Pizza hinterher. Das ist mein Rekord. Boah, dafür stehe ich mit meinem Namen. Hallo Kräuterweib. Ach, du bist ja... Ach, ich wollte gerade sagen, du bist kein Weib, aber du bist ja doch ein Weib. Guten Tag. Oh Gott, bist du gleich am Einschlafen hier oder was? Wahrscheinlich meinte er Beinweil und nicht Distel. Wächst am häufigsten am Ufer. Ja, nee. Keine Ahnung, Alter. Ich kenne mich nicht mit diesem Scheiß aus hier. Kamille. Kamillensud. Was ist das denn? Kamillensud ist zwar kein wundersames Allheilmittel, stärkt aber die Gesundheit und heilt langsam über einen längeren Zeitraum hinweg.
regeneriert binnen 5 Stunden 200 Lebenspunkte, kann zusammen mit Ringelblumen aufgüssen und Lazarus Elixieren angewandt werden. Nee, Bruder. Kamillensud, Alter, du bist auch so ein... Ein Liebestrank. Die Menschen werden dich lieben. Dein Charisma wird für 10 Minuten... Was? Nur 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Komm, kaufen wir auch noch die Minze. Das ist alles... Ich kann mir alles kaufen hier. Rezept für Katerbier, Rezept für Gift. Nee, das brauche ich alles nicht. Ich kaufe mir halt alles, ist mir egal. Alles, was übrig bleibt, verkaufe ich wieder. Warte, was war das eine noch? Nee. Nee, alles gut. Boah, brauch ich viel Minze noch, ey. Baldrian brauche ich jetzt noch 20. Hat die echt nichts mehr? Möge Gott über dich wachen. Nee. Ja, da. Die keine Kiste. Furchtbar. Gucken wir mal, ob der das meinte. Wenn nicht, kann er mich am Arsch lecken. So. Ich bin so freundlich wieder. Ich muss mein Handy anschließen. Was? Ein Kampf? Ich will nicht kämpfen. Erfolg. Yay. Ich habe keine Zeit für Kämpfen, ey. Ja. Uah, ich Idiot. Uah, ich Idiot. Ja. Das hat keiner gesehen. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Hunger habe ich 31. Ach, das ist noch. ja, doch hier, ja, der junge Mann hier. Hoffentlich ja. Sind das die Beinwall. Danke dir. Mit etwas Glück. Das sind die. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du es hast. Gott sei mit dir. Yay. Dass du nichts mehr tun kannst. Okay, wo ist Johanka? Wo ist Johanka? Johanka, Jung. Wo ist die? Johanka? Das ist Matthias. Wo ist Johanka? Da! Da! Gott sei mit dir, Heinrich. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch. Ach, ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Ach, du Scheiße. Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Möge Gott mit dir sein. Alter, ich hab deinen Leuten hier Fleisch gebracht, du... Beim Allmächtigen. Ich weiß. Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Ich glaube, ich kann nichts mehr für sie tun. Ich weiß. Du hast dein Bestes gegeben. Nun können wir nur noch für die Verstorbenen beten. Auf Wiedersehen.
Ja, ich habe meine Aufgaben erledigt. Also könntest du jetzt mitkommen, oder? Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Die Adligen belagern. Schreckliche Zeiten. Haben wir schon. Hab Dank, Pater. Haben wir schon. Möge Gott es dir tausendfach vergelten. Mach's gut. Ah, ich habe unseren Heiler. Yay. Jetzt fehlt nur noch der... was war das noch? Was war das noch gleich? Was war das noch gleich? Beschaffe genug Baldrian. Nee, das war das nicht. Ah, hier. Zu Goodwin muss ich. Ja, genau. Finde ein Priester, der gewillt ist, nach Timeback zu kommen. Ja, genau. Da muss ich jetzt leider hin. Oh Gott. Immer dieses Hin und Her. Naja, egal. Let's go. Let's go. Ushize, nach Ushize. Nach Ushi. Nach Ushi. Komm, wir reiten nach Ushi. Ich hole mir noch eben schnell ein Bierchen. Bis gleich. So. Ushi hat eine geile. Ja, Boss. Ich verstehe dich. Ja. So, oh Gott, ist es schon wieder Nacht? Ja, dann bleiben wir doch hier, oder? Geht das überhaupt? Hat der überhaupt hier einen Schlafplatz? Gott schütze dich.
Yep, hat er. Hast du ein Bett für die Nacht? Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Das ist toll. Gut. Nur die eine Nacht, ja, das wissen wir schon. So. Wo kann ich schlafen? Ich denke mal hier so. Und dann hier rauf. Oh, ich liebe die Musik. Boah, krass, man hat sogar von hier gerade das Tribok gehört aus Tallenberg. Das ist echt krass, dass das so laut ist. Wobei, ich will nicht wissen, wie sich das anhört, wenn ein echten Tribok irgendwo trifft. Das ist bestimmt extrem laut. Alright! Aufstehen, Schule. Ja, ihr habt die Glocke gehört, aufstehen. Sonst kriegt ihr noch Ärger. So, wo ist der Goodwin? Wo ist er? Der müsste jetzt auch irgendwo hier sein. Pater! Wo ist er? Die Kirche ist noch leer. Erstmal von den Sünden befreien. Ich wünschte, das funktioniert im echten Leben, ey. Der müsste doch hier irgendwo sein, warte mal. Lol, hier ist eine Kiste. Ich will aber nicht wissen, was da drin ist. Mein Gott. Also das könnte ich ja mal nicht, ne? Ganz oben schlafen im Glockenturm. Das geht gar nicht. Wer ist hier gar nicht? Ja, wollt ihr mich verarschen? Dann knack ich mal eben das Schloss hier. Interessiert ja keinen. Oh, Hallöchen. Ein paar Groschen. Ja, die Kelche und so kann ich alles da drin lassen. Und das brauche ich alles nicht. Ups. 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 Kann man auch das hier eben aufmachen. Ist doch völlig okay. Ja, hast du eine Fackel drin und ein Spinnennetz. Da ist er doch. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Tallenberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn macht. Ich würde gerne helfen, Heinrich, aber ich habe andere Sorgen. Was ist los? Ich habe Gesandte des Erzbischofs aus Prag hier. Sie behaupten, es gäbe Ketzer in meiner Gemeinde und es ist von Scheiterhaufen die Rede. Ich fürchte, sie würden das halbe Dorf verbrennen, wenn ich nun gehe und sie schalten und walten lasse. Ich verstehe. Frag woanders. Es muss hier irgendwo einen Diener Gottes geben, der euch helfen kann. Alles Gute. Ketzer? Naja, aber die Mission ist immer noch bei ihm. Also muss ich ihm wohl helfen. Gibt es etwas für mich zu tun?
Mich plagen so viele Sorgen, dass ein weiteres Paar Schultern, um sie zu stemmen, höchst willkommen wäre. Ich soll mich um eine Hexe kümmern. Eine Hexe? Eine Hexe. Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Wie allen Kräuterkundigen, was das betrifft. Ah, lass mich raten. Eine Hexe. Kühe geben Blut statt Milch und Säuglinge kommen mit zwei Köpfen und Schwanz zur Welt. Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie stiftet Uschitzer Weiber zur Hexerei an. Oh. Das ist interessant. Was ist das Problem? Solange Kräuterweiber den Leuten und ihren blähsüchtigen Kühen Arznei geben, beim Gebären helfen oder Weihrauch überm Bett schwenken, nichts. Aber das ist Frevel. Und gefährlich. Schimmel, Flechten und weiß Gott was wandern in so ein Gemisch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie so irgendein leichtgläubiges Mädchen vergiftet. Ein Vögelchen? So. Du weißt, wie es ist. Die Leute sehen den Splitter im Auge des anderen, doch den Balken im eigenen Auge. Mit anderen Worten, jemand hat sich das Maul zerrissen. Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche, also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen und ihr vielleicht diesen Unsinn austreiben. Falls sie den Leuten wirklich Flausen in den Kopf setzt, gehe dem nach und kümmere dich darum. So gut wie erledigt. Gut. Und keine Sorge, ich zahle stets meine Schulden. Du findest Gertrude, dieses alte Kräuterweib, in den Wäldern. Gott sei mit dir. Mhm. In den Wäldern? Ja, Moment. Ach, da waren wir ja auch schon. Die alte ist das. Ah. Na dann. Wo lang muss ich? Hinter mir. Halt die Klappe. Ist das richtig? Ja. Halt die Klappe. Das findest du wieder lustig, ne? Ja, was denn? Au! Da kann ich doch nur halt die Klappe sagen. Oh, warte mal. Nach rechts. Stopp, wir müssen nach rechts. Ja, hab ich. Ja, finde ich. Achso. Ja. Bin mal gespannt, was sie jetzt gleich sagt. Ja. Na, Gertrude. Gertrude. Ich hab gehört, du bist nicht so nett. Gott schütze dich. Oh Gott. Die sieht auch echt aus wie eine Hexe. Oh Gott. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Hm? Ja, ich will ja jetzt auch nichts antun, aber... Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut. Dann sag ich dir alles.
Ich habe was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß Lehrerin. Mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschice wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Flugsalbe? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Drogen. Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Oh, Boss, du verpasst nix gerade. Ich glaube, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig, habe ich das Gefühl. Was ist denn das für eine Salbe, Alter? Gibst du mir das Rezept? Ja. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man es als Hexerei auffassen. Und weißt du, was das man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ach so, das haben wir ja schon. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Na gut. Aber nur, das hängt alles mit einer Hauptquest zusammen. Das ist so eine Scheiße. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Möge Gott mit dir sein. Genau die gleiche ist es auch, die mir die Zutaten für diesen Schlaftrunk geben kann. Und was benötigt man für so ein Gebräu? Mindestens 2 Handvoll Minze und 1 Handvoll Baldrian. Das sind die Hauptzutaten. Und wenn du auch etwas Wermut fändest, könnte das auch nicht schaden. Na schön, ich werde mich umsehen. Naja, egal. Also zurück nach Uschice. Eieieiei. Aber natürlich mit Schnellreisedienst. Das wird jetzt eine lustige Mission. Klingt nach Fußcreme. Ja, ne? Finde ich auch. Aber ich glaube, das mit der Flugsalbe, das wird jetzt gleich lustig.
So, lass mal sehen. Ah, ich sehe schon. Warte mal. Mein Gott, wie weit weg wohnen die denn hier? Da hinten. Die hier. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will sie? Mehr Geld? Es geht nicht ums Geld. Sie ist besorgt um eure Gesundheit. Die Salbe kann gefährlich sein. Und ich soll für sie sicherstellen, dass ihr damit kein Schindluder treibt. Sie hat so etwas erwähnt, aber warum sollte es so schlimm sein? Wenn sie sich sorgt, soll sie zur Geisterstunde an der Kreuzung zu uns stoßen. Aber ansonsten kein Wort zu irgendwem. Begib dich bei Einbruch der Nacht zum Treffpunkt der Frauen aus dem Dorf. Okay. Kann ich irgendwie helfen? Was willst du von mir? Geh weg! Zur Einbruch der Nacht. Also spüren wir jetzt das Ganze ein bisschen vor. Mal eben kurz waschen. Ist wichtig zwischendrin. Dann gehe ich jetzt mal eben schnell zu meinem Pferd. Das wird jetzt lustig. Ich sag's dir, das wird jetzt lustig. Das wird so lustig. Was macht er denn da? Hat er da ein Schwert? Ja, krass. Ein Pastor, der ein Schwert... Okay. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ach ja, hier ist mein... Okay. Lass mal sehen. Ein Dieb? Und rote Beete, frisch vom Feld. Wo ist hier ein Dieb? Damit kommst du nicht durch. Da. Hallo. Oh ne. Dieb. 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 Da hinten rennt er. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Warum setze ich mich nicht aufs Pferd? Ich bin so ein Idiot. Egal. Wir haben genug Zeit. Ja, ich mach das schon. Den kriege ich. Den Dieb kriege ich. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich noch, bevor meine Ausdauer zu Ende ist. Na, bleibst du wohl stehen. Scheiß Dieb. Auf die Fresse. Oh, der war gut. Hast wohl genug? Also klauen geht ja mal gar nicht. Hast du genug? Ja, ja. Hast mich erwischt. Gib ihm eine Bombe. Mein Gott, es war doch nur ein Stück Brot. Ich verhungere. Ja und? Geh arbeiten. Dafür wirst du sterben. Alter, was für ein Richter. Dafür wirst du sterben. Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ja, Herr. Du willst sterben für ein Stück Brot. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Und, hast du die Beute? Willst du mich verarschen? Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen. Wow. Soll ich... Wenn ich den jetzt... Ah, egal. Scheiß drauf. Egal. Scheiß drauf. Hui!
Ein Grab? Ja, hier sind viele Gräber, aber... Ach, da! Da! Ja, ich buddel einfach mal durch den Hund durch. Alles klar. Ja, Hund, das ist, jetzt nicht meine Schuld. Hier ist ja nichts. Hallo, ich will hier durch. Danke. Nee. Oh, Bruder. Ach, hier kann ich auch graben, lol. Ich bin ein Grabschänder. Ich kann nichts tun hier? Hat der den Mund voller Steine? Yo, der hat den Mund voller Steine. Ist ja geil. Okay, ich will nicht wissen, was sie mit dem gemacht haben. Hier kann ich auch nichts machen. Toll. Wofür dann die Gräber? Was ist das für eine? Johanniskraut, ne? Ja, den brauche ich nicht. Was ist das? Distel? Nein. Mohnblume. Nee. Oh. So, jetzt spulen wir die Zeit ein bisschen vor. Bla bla bla. So, schneller. Ja, das sollte reichen. Lauf! Heinrich, lauf! Ja, Herr Robert erwartet mich, das mache ich gleich. Habe ich das lässt Zeit. Das hat noch Zeit. Oh, jetzt kommt die lustige Mission. Jetzt wird's lustig. Da hinten läuft einer. Bleiben wir mal an der dran. Wenn das überhaupt eine ist. Doch, das müsste eine sein. Wieso sonst sollte sie auch so spät noch hier rumlaufen? Ach, da ist ja noch eine. Okay, Thallenberg hat sich wieder gemeldet. Wieso steht hier eine Kuh? Was zum Teufel? Eine fehlt noch. Die kommt noch. Schnell hinter den Busch. Jetzt muss ich warten. Mein Gott, wo ist sie denn? Ach, die kommt. Sie kommt. Ich muss einfach nur warten. Ja, cool. Du hast dich echt toll dahingelegt. Mitten in den Weg. Mein Gott. Dieses Hecheln vom Hund.
Wo ist sie denn, Alter? Die braucht aber echt lange. Hör auf zu hecheln. Der Hund hechelt auch. Kann ich auch nichts für. Mein Gott, die braucht aber echt lange. Aha. Ich spule die Zeit noch ein bisschen vor. Aber nicht viel. Und stopp. War das schon zu viel? Ich speichere jetzt einfach mal hier, ja? Weil ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, was hier passiert. Oh! Dieser Scheißköter. Und die Kuh liegt immer noch da. Das wird jetzt bestimmt lustig. Die schmieren sich jetzt gleich die Flugsalbe irgendwo hin. Ich will gar nicht wissen, wohin. Ich halte mal noch ein bisschen mehr Abstand. In den Po. Du bist hier, wo? In den Po. Ich sag dir wo? In den Po. Das ist Baldrian. Warte mal. Wie viel Baldrian brauche ich noch? Oh Gott, ich muss echt noch ganz viel Baldrian. Echt jetzt? Das ist zwar voll der schlechte Zeitpunkt. Das ist so ein schlechter Zeitpunkt. Egal, ich weiß ja, wo es die gibt. Wo? Ah, da. In den Po, juhu. In deinen Po? Nein, niemals. Ich will nicht solche komischen Fantasien haben, so was auch immer die Flugsalbe gleich bringen wird. Boah! Thalmberg ist wieder. Boah, das war jetzt laut. Ah, da hinten, wo es so komisch neblig ist. Zwischen die Möppis, ja genau. Ja, ist eine gute Idee. Wenn du das auch machst. Zwischen die Möppis. Oh, Hund, du regst mich gerade voll auf. Ja, okay. Da wären wir. Jede weiß, was sie zu tun hat? Ich weiß nicht. Gertrude wollte zum Ritual nichts sagen. Also wissen wir bloß, was wir selbst machen.
Stopp. Die Musik ist ein bisschen. Qui es in servis. Sanctificetur nomen. Ja, ja, bla 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 bla. Halt die Klappe. Hauptsache die Salbe wirkt. Nun müssen wir uns bloß ein paar Zaubersprüche ausdenken. Beeilen wir uns lieber. Da sind seltsame Geräusche. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Bei Regen, Donner, Wetter, Flammen. Wenn der Wirrwarr ist zerronnen, wenn... Scheiße. Schlacht verloren und gewonnen. Was für ein Mist murmelst du denn da? Das war ich nicht. Das kam von ganz allein. Mir wird schwarz vor Augen und die Erde dreht sich. Vielleicht war es keine so gute Idee. Wir machen das nicht für uns. Unsere Ziele sind rein. Keine Sorge. Ruhe! Seid doch mal leise. Hört ihr das? Als ob da wer singt. Das sind die Baumwurzeln. Die Erde spricht zu uns, wie Gertrude sagte. Warum wird es so dunkel? Der Gesang ist zu laut. Es soll aufhören. Wenigstens ein bisschen. Mein Kopf tut weh. Lucifer, Morgenstern, wir sind hier, um etwas von dir zu erflehen. Was war das? Heilige Maria, bete für uns. Der Teufel naht. Ich gehe ihm entgegen. Zeig ihm den Weg, dass er uns findet. Heilige Maria, voll der Gnaden, bete für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Was betest du da zur Mutter Gottes? Du vertreibst den Meister noch. Hör auf zu beten und vom Tod zu faseln. Wir wollen andere Leben retten, weil unsere verloren sind. Satan, erscheine und bring die Pest über die Kumanen. Ich eile dir entgegen. Wer da? Wer ist da? Bloß ich. Da war keiner. Ich? Wer ist ich? Lucifer, nicht wahr? Oh, Lichtbringer, hab Dank, dass du uns erhörst. Wünsch Sigismund und seinen Kumanen die Pest an den Hals. Ich bin es, Vera. Zumindest... glaube ich das. Alles ist so verschwommen. Lichtbringer, was ist das für eine creepy Scheiße? Die Pest über sie und ihre Brut. Gott, du hast dich von uns abgewandt, so befiehl wenigstens Lucifer, uns von ihnen zu befreien. Lucifer, erlöse uns von den Kumanen. Fahre mitten unter uns, nimm unser Fleisch und lass Sigismund und seine Knechte dafür in der Pest krepieren wie räudige Tüllen. Sie haben unsere Familien ermordet, verrecken sollen sie. Schick sie in die Hölle zurück, aus der sie gekrochen sind. Komm, Satan, und nimm uns! Psst. Hört ihr das? Da ist wirklich jemand in den Büschen. Komm hervor, du da! Bist du Lucifer? Egal, wer du bist, komm hervor! Du hast geträumt. O König des Exils, dem Unrecht getan wurde, der aufsteigen und seine Stärke wiedergewinnen wird. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Oh nein, 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 nein. Ich will das gar nicht. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Die stecken alle in Drogen. Oh, willkommen, Fürst der Finsternis. Bitte, fühl dich wie daheim. What the hell? Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Die haben ihn angefasst. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Was soll ich tun? Ich spiele jetzt einfach. Ich gebe euch alles, wonach es euch verlangt. Ich wusste es. Hab Dank, mein Gebieter. Doch dafür müsst ihr. Müsst ihr. Ach, Scheiße. Mir wird komisch. Oh nein, nicht auch noch Heinrich. Ja, super. Jetzt haben sie ihn ganz betatscht. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert.
Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Wie eklig. Was habt ihr mit mir gemacht? The fuck? Oha, was ist jetzt mit ihm? Was ist denn jetzt mit ihm passiert? Wie geht es dir nach der langen Reise? Hä? Eine Reise war... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Alter, was? Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdrehe ich manchem Burschen den Kopf. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und... Meinen Schwanz habe ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Ist ein Wildschwein. Ach du Scheiße. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Ja, das glaube ich eher weniger. Ihr seid alle unter Drohung, Alter. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers. Wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Das Wildschwein ist gar nicht Heinrich? Was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne! Mach's Maul auf! Du Henne. Ich check grad gar nichts mehr, was ich hier machen soll. Alter, ich will dich, du Stute! Ich will dich, Sau! Ich will dich, Huhn! Was zum Teufel? Jetzt muss ich echt was aussuchen, oder was? Oh mein Gott, Alter. Das hat jetzt rein gar nichts zu bedeuten, was ich jetzt aussuche, ja? Also, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt... Wirklich, ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme jetzt... Ich nehme die Stute, was weiß ich, Alter. Vera. Ich wusste es. Komm näher. Komm zu mir. Es ist creepy, Alter. Treib es toll mit den Frauen. Alter, entschuldige, aber das ist doch... What the hell? Was soll ich denn tun? Jagdwild, ich kann... Oh mein Gott, was soll ich tun? Was? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was? Schloss knacken. Nicht dein Ernst. Mach da mal einen Clip von, Alter. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach... Nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen. Was war das? Was war das? Was ist das? Da kommt jemand. Das ist so creepy. Ich schwöre, so creepy war dieses Spiel noch nie. What the hell? Das nennst du Pest tot. Oh. Lieber Gott. Ah. What the fuck, Alter? Was waren das denn jetzt für Viecher? Du schwebst handlungsunfähig in gar wunderlichen
Sphären. Alter, schreib doch mal Deutsch. Okay, das ist echt verdammt creepy gewesen. Das ist wirklich verdammt creepy gewesen. Ich hoffe, das war jetzt die Mission. Oder habe ich jetzt das falsche Tier genommen? Ich glaube, ich habe das falsche Tier genommen. Was ist denn hier passiert? Scheiße. Oh mein Gott. Das sind keine Dämonen, sondern ganz normale Holzfäller. Wie soll ich das nur erklären? Verfickte Salbe. Die Pest über die Alte. Was mache ich jetzt? Ich habe Holzfäller gekillt. Okay. Was haben die denn? Ich bin so ein Arsch. Ach du Scheiße, Alter. Ich hol lieber mein Pferd und geh wieder weg. Alter, was zum Teufel war das denn, ey? Muss ich jetzt zur Alten wieder? Nee. Was? Das war jetzt die Mission? Ehrlich? Nee. Berichte dem Gemeindepfarrer, was geschehen ist. Ah, ich muss zu Goodwin. Ich muss zu Goodwin, also nach links. Aber ich muss ja erstmal Baldrian holen. Ja, ja, Baldrian. Oh. Baldrian war hier irgendwo, ne? Jo. Scheiße, wo waren hier nochmal Baldrian? Ah, hier. Ganz komisch. Ganz komische Story. Also, das habe ich noch nie so erlebt hier. Sowas. Ach ja, die Musik ist ja jetzt. Achtung, nicht erschrecken, jetzt kommt wieder diese komische Stimme. So. Och, geh weg. Mann, ich will den Baldrian, du. Töle. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht verletzen, aber irgendwie schon. Noch 9, 8, 7. Oh. Ist das dein Ernst? Geh doch mal weg. Ich hasse das. Vier. Drei. Zwei. Eins. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Minze, ne? Oder was war das? Alter, Minze. Voll viel. Ich sag ja, es war eine sehr komische Mission. Sehr seltsam.
Boah, dein Ernst? Aha, du hast ein Schwert. Wieso kann ich jetzt nicht mit dem reden? Hallo? Ich kann ihn nicht mal schlagen. Ich kann ihn nicht schlagen. Mann! Warte. So. Dein Ernst? Nein. Geil. Ich... Ist das geil. Oh, scheiße. Mann, ich wollte doch nur mit dir reden. Wo rennt er denn jetzt hin? Ja. Goody, ich bin hier. Kann ich jetzt mit dir reden, bitte? Mein Gott. Ich habe mehr über das Uschitzer Hexenwerk rausgefunden. Sag bloß. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterweib bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott, was noch? Die Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Ich musste die Holzfäller erledigen, um die Weiber zu retten. Christi Blut, wie konntest du nur? Dieses sinnlose Morden. Die Männer meinten es gut. Gab es keinen Weg, ein Blutbad zu vermeiden? Die Holzfäller waren rasend vor Zorn und Blutgier gegen die Frauen. Denen war mit Vernunft nicht beizukommen. Es muss einen Weg gegeben haben. Heinrich, du solltest vielleicht auch mal sagen, dass du selbst von der Flugsalbe erwischt wurdest. Also... Also wirklich, ich konnte wirklich gar nichts tun nicht. Eigentlich. Es tut mir so leid. Ich kann dir kaum Vorwürfe machen. Da ich mich nicht selbst um das Kräuterweib und die armen Frauen gekümmert habe, bin ich mitschuldig. Bete für die Seelen dieser armen Christenmenschen. Bete, denn an deinen Händen klebt Blut. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben und um unser beider Seelen willen. Denn uns trifft Mitschuld. Geh. Lass mich mit dem Herrn allein. Lebe wohl. Nee, 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 nee. Ich würde ja gerne jetzt, dass du mitkommst. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Thalmberg gibt es viele Tote und Verwundete. Aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Ich würde gerne helfen, Heinrich. Aber ich habe andere Sorgen. Was ist los? Dein Ernst? Ich habe Gesandte des Erzbischofs aus Prag hier. Sie behaupten, es gebe Ketzer in meiner Gemeinde. Immer und es noch? Ist von Scheiterhaufen die Rede. Ich fürchte, sie würden das halbe Dorf verbrennen, wenn ich nun gehe und sie schalten und walten lasse. Ich verstehe. Frag woanders. Es muss... Mach's gut. Ja, aber dann verstehe ich das eh nicht an der Mission. Ach, ich kann noch... Warte mal. Nee, dann verstehe ich das eh nicht. Tut mir leid. Pater, habe ich dich nicht draußen mit dem Schwert üben sehen? Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Das war's. Ja, toll, dann verstehe ich es trotzdem nicht. Egal, ich reite jetzt nach Thalmberg.
Oh, wobei, ich muss ja noch Minze holen, ne? Oh, ist das ätzend, ey. Genau, das hier stört mich. Ich will mal eben die Karte hier aufdecken. Mal gucken, was da oben ist. Ist das hier nicht sogar... Nee, das ist nicht Minze, oder? Wie sieht denn Minze aus nochmal? Ach, diese... Ah ja, doch, ich weiß. Ja. Ich hasse es. Ja. Das sind Brennnesseln hier, ne? Ja. Löwenzahn. Ist doch scheiße. Boah, ist immer noch nicht aufgedeckt. Eine Mühle. Aber wo finde ich Klee? Minze. Hier ist nirgendwo Minze. Schon. Keine Ahnung, wo hier Klee... Minze sein soll. Ein Kampf? Ja! Egal. Hier ist auch keine Minze. Kamille.
Ich weiß nicht, wo man Minze findet. Salbei. Dabei brauche ich ja nicht mal viel. Johanneskraut. Weiß, hier gibt's alles, nur keine Minze. Ein Nest. Oh, das hole ich mir. Nein. Ja. Wow, heiße Federn. Nicht so tolle Sachen. Hier ist keine Minze. Nichts. Ne, ich scheiß drauf jetzt. Dann werde ich die ganzen Kräuter nochmal verkaufen. Ich finde nichts. Das ist Baldrian. Was weiß ich, wie Minze hier aussieht, ey. Da Herrn Divish Spanner noch nicht über Talmberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau. Dieser Ishtvan ist ein sturer Bastard. Also gut. Wann geht's los? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Ich hab zwar Zeit, aber was bringt's mir? Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an, am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Rüstung vergessen. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz, wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht leicht machen. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer, was unter Beschuss keine leichte Sache ist. Sie müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die... Alter, kannst du mal auf 5 singen? Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen. Oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Da singt ja einfach, ey. Und die Kernburg? Das wird hart. Selbst wenn wir durchs Tor und die Vorburg kommen, haben wir noch lange nicht gewonnen. Die Burg ist so angelegt, dass wir für die Bogenschützen auf dem inneren Wehrgang wie Hühner in einem Ferch sind. Wir müssen uns entweder durchkämpfen oder sie irgendwie umgehen. Was ist mit den Wohnbereichen? Ich sorge mich um die Geiseln. Sobald wir drin sind, weiß Ishtvan, dass die Niederlage unvermeidlich ist. Aber dennoch werden wir erbittert um jeden Raum kämpfen müssen. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid.
Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skarlitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem zähen Kämpfer gemausert. Sei der Himmel mein Rotzbengel. Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter? Istvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Die stehen ineinander. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Geh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Wir müssen die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir, grauer Ritter. Gott sei mit dir. Du Rotzbengel. Ich habe keine Rüstung an. Ah, jetzt habe ich doch eine an. Ist das toll. Geht ja schnell. Jetzt geht's los. Der Kampf um Tallenberg. Feuer! Attacke! Magic. Jetzt geht's los, meine Freunde. Jetzt geht's los. Der letzte Kampf. Ja, das habe ich alles nicht geschafft. Ist mir auch scheißegal. Weil mich einige Sachen verwirrt haben und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr auf die ganzen Sachen, die ich dann noch machen muss. Ja, ich muss noch eben schnell. Ich komme sofort nach, Leute. Ich schnalle mir mal eben kurz meine Rüstung an, ja? Auch wenn ich gerade in der Cutscene gerade andere Sachen anhatte. Ach, der oder der? Ah, der ist noch etwas in Schuss. Angriff! Auf ihn! Let's go! Schilde hoch am Himmelsfeld! Schützt euch! Wartet, bis die Leitung aufsehen! Wir sind live in der Schlacht dabei. Hab ich jetzt raus? Yay! Let's go! Keiner kommt mit. Hallo! Die schießen alle auf mich, ne? Alter. What the fuck? Ich habe keine Handschuhe an, egal. Ich sollte mal zu meinen Männern, weil ich bin nämlich sonst alleine. Jungs, hier kommen noch welche. Boah. Yo.
Lalalala. Groschen. Dietriche. Lalalala. Ihr killt die schon, ne? Alter. Ja, durch die Wand kannst du nicht glitschen, mein Freund. Was? Hab noch niemanden beim Prügeln. Ui, schreien. Ui. Der zeigt dir echt, wo das Schwert steckt. Ja, ne? Wir haben sie! Und jetzt von Süden! Wir greifen sie von hinten an! Von hinten? Ah, der will von hinten. Von hinten ist nie schlecht. Oh. Das reicht mir nicht. So. So muss das sein. Ich gönn mir mal eben hier deine Sachen. Danke. Junge. Dang. Diese Kämpfe mag ich und deswegen habe ich For Honor gekauft. Echt? Ich liebe die auch. Dieses Gemetzel. Seid ihr? Oha, da ist er ganz schön. Oha. Oha. Alter, das ist ja viel. Oh shit. Ugh.
Alter, wie viel habe ich denn jetzt? Agilität, Verteidigung, Stärke, Hauptstufe, Vitalität. Oh. Wir haben gewonnen. Man muss schon sagen, du siehst miese geil aus. Vorne bockt heftig, vor allem mit einem Kollegen. Herr, wir sollten den Befehl geben. Dir. Mal sehen, ob sich Ishtar Tosh auch aus Blut dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanush. Ja, Divish hat jetzt endlich sein Zuhause vorbei. Wieder. Was macht unser Halunke? Wieso habe ich andere Sachen wieder? What the fuck? Abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanush, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ja, die Personen sind egal. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Hauptsache Blut. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Feind in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden. Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr. Und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stefanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut, oh oh. Aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stefanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Scarlitz frei. Das steht außer Frage. In Scarlitz? Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanush. Gib Herrin Stefanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Ishtvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig? Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen. Wir kommen runter. Ihr habt ihn gehört. An eure Arbeit. Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten. Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich. Er ist ein Mörder und ein Lügner. Gute Männer fanden seinetwegen den Tod. Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre. Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt er meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Die reden wie NPCs. Ah, der war schlecht. Holt die Pferde. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Divish! Stefanie. Bitte vergib mir, mein Gatte. Es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ. Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Ich wusste nicht, wer er war. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet 2. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Oh nein. Verzeiht, dass ich dich... Lauf dir ein. Oh ja, das mache ich. Aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh,
Fast hätte ich es vergessen. Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ja! Schnell, auf die Zinn. Wir müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich. Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? Oh, jetzt kommt eine Verfolgungsjagd, oder was? Du hast den neuen... Welchen Command? Erzähl mir mal, welchen Command? Erinnere mich bitte doch mal daran. Dann mache ich das jetzt gleich. Da. Ja, let's go! Was soll ich ihm sagen? Ach, da! Ja! Wie sich die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratei nachgejagt und du hast Rüben gezogen. Man kriegt nichts mit, was die sagen. Wie du Toss aufgespürt und dich in Panik eingeschlichen hast. Also ich will damit sagen, Hut ab, Heinrich. Ich hätte das nicht gewagt. Ehrlich gesagt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich musste es einfach tun. Ja. Ja. Boah, können wir jetzt mal schneller reiten? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratai und meine Leute tun. Etwas Großes. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Das ist so geil, wenn man bedenkt, dass es diese Ortschaften hier wirklich gibt. Das ist echt krass. Apex Pack. Ach ja, ich finde, eine gerechte Strafe wäre der Wraith-Monat. Nein, auf keinen Fall. Keine Spur von ihnen. Weiter. Die waren jetzt aber nicht da. Dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Dir gut, Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Scarlet. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht.
Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich. Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Schätze, das lag dir im Blut. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Ja, es gehört nicht mir. Es ist dein. Ja, super, jetzt ist mein Schwert weg. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Boah, Heinrich, ey. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen, wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit? Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. Ich hoffe so sehr, dass es bald einen zweiten Teil gibt. Das wäre so schön. Meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Lass wohl es. Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Ja. Das war's. Tatsächlich. Aber nein, das war's natürlich noch nicht. Das ist jetzt nur so ein Vorabspann.
Ja, es kommt jetzt nicht mehr viel, aber der größte Teil der Geschichte ist jetzt zu Ende. Eins meiner Lieblingsspiele, auf jeden Fall. Es hat so viel Spaß gemacht und ja. Ich hoffe, wie gesagt, es kommt irgendwann mal einen zweiten Teil raus. Muss es, es muss, weil die Geschichte wird ja noch irgendwo weitererzählt. Es ist ein offenes Ende, das sehen wir jetzt gleich. Nicht nur jetzt das, was wir gerade gesehen haben, war offen. Sondern was danach passiert, das sehen wir jetzt, das sehen wir das nächste Mal. Und wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei, also jetzt noch nicht, ich meine jetzt nächste Woche, bei Kingdom Come, weil ich muss ja noch die ganzen DLCs machen, ich muss noch die Nebenquests alle machen, die jetzt noch offen stehen. Und, ja. Es ist also noch lange nicht vorbei hier. Das Spiel ist aus Tschechien. Oder es haben tschechische Entwickler gemacht. Und oh, ich bete einfach. Ich bete, dass es irgendwann einen zweiten Teil gibt. Das wäre so schön. Geschichte geil. Also die Story. Und was mich ein bisschen gestört hat, war einfach dieses dieses Kampf, also dieser Kampf, ich weiß nicht, man muss sich sehr stark dran gewöhnen, bis man die Steuerung raus hat und wie man wie schlagen muss und so. Und ab und zu mal gibt es auch ein paar Bugs. Zum Beispiel fällst du an einer gewissen Stelle irgendwo einfach so durch den Boden. Keine Ahnung wieso. Oder wie wir es vorhin gesehen haben, zwei Menschen stehen ineinander drin. Auch ganz komisch. Ich weiß nicht, warum diese Musik gerade läuft. Passt überhaupt nicht zum Spiel. Aber sonst, es ist eigentlich ein ganz geiles Spiel, muss ich sagen. Kann ich das überspringen? Ja, tatsächlich. Da kommt tatsächlich noch was. Du schlägst dich gut, Junge. Vater. Na komm. Du weißt, da bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich. Verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Nicht.
geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann. Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. Daraus sollten sie mal einen Film machen. Ja. Und was dann besprochen wird, das werden wir nächste Woche sehen. Mit etlichen Nebenmissionen und noch ein DLC, glaube ich, werden wir auch anfangen. Dazu müssen wir natürlich erstmal mehr und mehr und mehr trainieren. Naja, ihr kennt das Ganze ja. Und ja, ihr seht es gerade, Epilog, begib dich tagsüber zur oberen Burg und triff dich mit Jobst. Das kommt natürlich das nächste Mal dran. Ja, ob Heinrich jemals das Schwert wiederkriegt und Istvan ja, umbringt oder töten kann oder überhaupt jemals sieht, das werden wir dann irgendwann mal hoffentlich im zweiten Teil sehen. Nächste Woche geht es hier weiter, wie gesagt, und danke fürs Zugucken. Und gleich kommt noch für alle anderen Apex noch ein bisschen Ranked spielen. So, ich speichere. Und dann geht das hier in 5 Minuten weiter. Bis gleich. Haut rein.